Hallo, Messieurs und Messieurses, und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Yeah. Oh yeah. Hier haben wir heute Hex zu Gast, Hex22-2. Hallöchen. Das ist übrigens das Passwort zu seinem Girokonto. Ja. Spaß. Nein, das ist das Passwort zu meinem Girokonto. Und jetzt können wir direkt loslegen mit unseren Konten. Wir haben uns jetzt hier schon vorhin im Offline perfekt ausgerüstet und jetzt wollen wir, wie schon bereits angesagt, in eine Höhle gehen. Und zwar ein bisschen Eisen holen. Die Höhle, in der wir schon jetzt zweimal drin waren, einmal mit Mr. Holler und einmal mit D-Rex. Ich glaube, wir gehen hier drüben runter. Da sollten ja noch Patronen sein und so weiter, Crafting Table, ein Bett, glaube ich, oder zwei sogar. Ja, da steht noch einiges rum. Von daher, da ist noch so eine kleine Zwischenbase. Und ja, mal schauen. Ich hoffe, dass da generell, dass da noch ein bisschen was drin liegt, dass wir auch dann demnächst mitnehmen können und einfach, dass wir da jetzt noch Höhlenarme finden. Ich glaube, der letzte Stand war, dass wir eine ziemlich große Mine gefunden hatten. Ja. Und das war schon cool. Hui, hui. Boah, das Wasser, Alter, wie das Wasser aussieht. Oh my god. Ich habe keine Shaders. Das kommt, ich schicke dir später den Link. Ja. Vor allem das Wasser, das sieht halt, finde ich jetzt hier an dem neuesten Mod am geilsten aus. Also das Wasser ist extrem realistisch. Das erinnert mich schon fast an Bioshock. Falls ihr das kennt, da sieht das Wasser auch so richtig geil aus. Ja. Ja. Und das ähnelt dem schon sehr. Also wirklich. Auf jeden Fall. Ich fange gerade mal auf Wallen, weil ich so wie ich Wallen kenne. Wallen, irgendwas hält dich immer auf. Schlachtest du Hühnchen? Du bist ein Hühnchenschlachter. Der ist schon ein bisschen älter, der braucht halt ein bisschen. Ich glaub, ja, so sieht's aus. Ja, ein alter Mann ist kein D-Zug. Scha, la, la. Mir wird schändlich. Ja, ich guck immer nach unten. Der nach unten Trick. So, Moment, geht's hier noch weiter? Jo. Ja, hier geht's ja immer noch. Ich mach hier mal, genau, und dann hier, ja. Es ist noch alles in meinem Head. Und das ist falsch. Mein Kopf ist falsch. Mein Kopf ist falsch. Hey, wer hat dir zugebaut? Wollen, hast du wieder zugebaut? Wieso soll ich was? Wann hätte ich das tun sollen? Ich weiß nicht, oh mein Gott. Warte mal, das ist aber ganz schlecht. Nee, wir sind da richtig. An dieser Stelle beenden wir das Let's Play. Hey, so ein Witz. Ach, guck mal, wir waren doch richtig, ich hab's noch nicht gesehen. Da geht's doch um die Ecke, so ein Cheat. Also, sehen ist schon schwierig, ne? Ja, das Schauen ist generell so eine Sache, die mache ich nicht gerne. Das war bestimmt schon Holler, ist mit seinem Roller hergekommen und hat uns alles zugebaut. Hat optische Täuschungen eingebaut. Ah, hier ist schon unser kleines Zwischenlager. Da ist noch ordentlich was drin. Da sind noch 28 Pfeile drin, also ne, da muss man sich keine Sorgen machen. Die nehme ich gleich mit. Pack sie dir direkt ein. Ja. Hex will. Ist der Pfeifen. Der Pfeilschießer, wollte ich sagen. Ich glaube, das ist hier wirklich nicht schlecht. Hier haben wir ziemlich viele Lavaquellen, wo dann die Gegner irgendwie weiter wegstehen und nicht herkommen. Wir gehen am besten mal hinten lang, hier. Hier war irgendwas. Zum Beispiel Erde. Zum Beispiel Erde und das hier. Und ein wenig Lava. Das ist hier echt geil mit dem Wasser. Sehr nice. Hier müssen wir jetzt, das kann ich mich noch erinnern, da habe ich hier Wege gebaut damals. Hier. Ja. Ich sag mal so, eigentlich entlang zu kommen. Wir können uns jetzt einfach in irgendeine Richtung buddeln, also von der Höhenlage dürfte alles passen. Wir können aus. Ich gucke ein bisschen. Brauchen wir Diamanten? Oh my god, er ist einfach eine Minute da und hat Diamanten gefunden. So müssen die Gäste sein. Zack, mit Diamantendetektor eingebaut. Nein! Ja. Oh mein Gott, ich renne durch. Komm raus, hier drüben. Oh Gott, schnell ins Wasser. Nein! Hex tried to swim in Lava. Oh fuck, ich war auch fast rein. Stück okay. So einfach über den Diamantenboden ab und rein in die Lava. Und rein in die Lava, okay. Aber es war dennoch sehr eindrucksvoll. Sehr eindrucksvoll, scheiße. Das ist jetzt natürlich blöd, ich glaube, die Pfeile sind in die Lava geplanscht. Nein. Und der Bogen auch. Nein. Ich werde dich mal herholen. Ja, ich bin gerade ziemlich verwirrt. Ja. Ich perchte sie her. Das ist natürlich. Ja, also ich denke, wir nehmen jetzt auch erstmal hier Schwert. Wir brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Ja, also ich meine jetzt. Weil jetzt sind auch wieder 50 Pfeile weg. das ist echt umgelaufen. Aber Vorsicht, nicht bewegen, ne? Denk dran, du könntest in Lava stehen. Ja!
Habe ich da etwa Dingensmoments gefunden? Moment, hast du dich zu mir geportet schon? Ah, da bist du. Okay, warte mal. Nicht so viel von dir. Ah, schade. Ich dachte, ich hätte Emeralds gefunden, aber es sind Diamanten. Egal. Okay. Ich habe noch nie Emeralds gefunden. Wie sieht's bei dir aus? Hex, hast du schon mal Emeralds gefunden? Ja, ziemlich massig. Ich habe, glaube ich, in einer Höhlentour so ungefähr 30 Hex gefunden. Alter, wie geil. Ist Hex? Wo ist das alles? Wie sehen die aus? Grün. Oh. Wie unangenehm. Okay. Ich. Ach so, das Holz hat gebrannt, ne, auf dem ich stand. Ja. Ich vermute, unter den Diamanten ist auch noch Lava. Versuch dich mal da seitlich runter zu graben. Genau. Da hat jemand einen Plan in der Tasche. Ich gehe schon mal weiter hoch. Also Wolle, wir sind beide, Hex und ich, wir sind beide hier und werkeln rum. Okay. Ich habe einen Durchgang gefunden, der noch nicht erleuchtet war, dem bin ich gefolgt und da habe ich jetzt auch 7 Diamanten gefunden, gleich mitgenommen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier ein bisschen Eisen. Ich buddel mich hier jetzt ein bisschen rum. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich zu euch zurückkomme. Hier geht's einfach wieder ein ordentliches Stück, auch wieder in ein unentdecktes Gebiet. Zurück zum Thema Emeralde. Emeralds hätten wir sehr gerne. Die sind einfach, sehen aus wie grüne Diamanten. Also, wenn man sie findet, der Block. Ja, es sind grüne Punkte in Stein drin. Okay. Ich hol mir mal ein wenig aus der Base Sachen raus. Genau, hol dir ruhig was raus hier aus der Ding-Base. Kannst du dir ruhig alles nehmen. Wenn ich jemals zurückfinde. Moment, du bist schon ein Stück zu weit gelaufen, ziemlich hier am Anfang. Ich gehe mal den Gang hier hoch. Genau, der kleine Gang hoch und dann bist du bei der Tür. Ich dachte, du wärst schon vorbei gehüppelt. Gehüppelt? Gehöppelt. Ich höppelte den Weg entlang. Als ich einen Hoppelhasen fand. Ah, hier ist Glowstone. Redstone meine ich. Glowstone, ich habe Glowstone gefunden. In einer Höhle. In einer Höhle, einfach so, naked. Wollen, ich sehe dich, du bist so weit weg. Ja, ich sehe sie auch. Klar, wie er mich sieht. Mhm. Den Diamanten hast du jetzt in der Kiste. Ja. Ich habe auch 2 Diamanten. Und einer ist einfach so mit mir in die Lava gefallen. Genau. Ich habe jetzt gar keine Lust, das Dirt wegzuhacken, deswegen buddel ich mich drumherum, wenn ich irgendwo Dirt sehe. Oh nein, ich schon wieder Dirt. Muss man mal switchen von Axt auf Schaufel. Ja. Und da habe ich sehr wenig Lust darauf. Das gelüstet mir nicht. Alles war jetzt schon auf jeden Fall schon ziemlich fett, dass ich. Das haben wir jetzt zusammen. Achso, ja gut, das eine haben wir verloren, aber ich habe jetzt zum Glück meine 7 noch. Ich glaube, die werde ich jetzt mal zur Sicherheit mal zwischensaven. Boah, ich muss sagen, ich sehe gerade, es sieht gerade so geil aus mit den Schatten und so. Oh, verdammt. Oh, ich war fast in Lava gefallen. Ich habe gerade so einen Zombie gesehen in so einem Wasserfall drin. Ja. Aber durch meinen Fall sieht es jetzt nicht mehr schön aus. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Hier? Ah ja, hier. Also es ist ganz schön verzwickt hier, die Lage, die Weglage. Ist doch nicht so schlimm. Ja schon, aber ich würde gern wieder genau in den Winkel. Ich würde es gerne abfotografieren als Thumbnail, aber. Boah, das sieht ja auch heiß aus hier. Das Wasser sieht einfach genial aus. Wenn man weiter weg steht, ist es dunkel und so, man sieht das Wasser so ein bisschen plätschern. Geil. Ich habe mich zu euch durchgebuddelt, glaube ich. Weil ich bin hier gerade so an dem Wasser, wo du gerade beschreibst, glaube ich. Kann sein, oder? Ja, also ich sehe nicht. Ich bin ein bisschen oberhalb. Ah, der Wasserfall führt hier runter, das ist wahrscheinlich der. Aber hier ist alles dunkel. Also ich schaue auf den Wasserfall gerade und hier ist auch alles dunkel, ja. Ich finde alles außer dir, außer Eisen. Eisen habe ich jetzt auch schon ein bisschen gefunden. Ich hätte so gerne, also wir hätten so gerne Emeralde. Emeralds wären cool. Um mit den Dorfbewohnern zu handeln. Ja, hast du bestimmt schon mal gemacht, ne, wenn du ja. Nicht mit denen, die ich gefunden habe. Ach so, du hast dir welche erkauft bei denen oder wie, durch andere Güter? Ich habe es mal ausprobiert mit Kreativmut. Ach so, das könnten wir eigentlich auch, hätte ich eigentlich auch mal machen können. Weil es würde mich interessieren, wie das so, ne? Ich finde es auf jeden Fall geil, dass sie diese Option. Ja! Wow. Dass sie die Option überhaupt eingefügt haben. Jetzt habe ich geschrien wie ein Mädchen. Das macht das Let's Play würziger. Wir müssen auch öfter schreien, glaube ich. Ah, hab ich dich auch geschlagen, oder wie? Ja. Sorry. Kein Ding. Ich habe in die Luft geschlagen, höre einfach so, dreh mich um, dann kriege ich direkt einen in die Fresse. Wow. Au! Wow. So, ey, ich habe gerade gegessen. Ich habe gerade gegessen, du bist in meinen Mund reingefallen, hier. Warte, das war ich jetzt aber nicht. Warte. Alter. Er hat Spitzen in seinem Körper. Ich weiß nicht, du bist in meinen Mund reingesprungen und dann hast du Damage bekommen.
Wahrscheinlich, weil du gerade gekaut hast und ich bin zwischen deine Mundluke geraten oder sowas. Ja, ich habe eine ziemlich große Gorge. Ich mach's Wasser aus hier. Wasser stört. Ich habe Gold gefunden. Yeah. Ich hab das Glück rein holt. Eisen. Könnte es sein, das ist jetzt direkt mal eine Frage an Mr. Hex, weil ich kenne sie sich da gut aus. Kann es sein, dass wir die Server werden doch aktualisiert, dass hier irgendwann, dass hier Emeralds verteilt werden, oder? Oder? Wenn man in einen neuen Chunk kommt, also wenn man jetzt von Version X, wo es noch keine Emeralds gab, zur anderen Version kommt, ja, dann braucht man erst neues Gebiet. Ja, genau, also wir können dann im alten Gebiet natürlich nichts mehr finden, aber wenn wir irgendwo anders hinschlappen und die Chunks sich neu laden, dann besteht die Möglichkeit. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Oh, die Spinne ist gerade eben aus dem Boden rausgekommen, ist die verrückt? Ich voll erschrocken. Ja, das ist gut, dann sind wir eigentlich... Nee, dann sind wir... Doch, wenn wir hier weiter, wenn wir tiefer in die Höhle gehen, sind wir richtig. Weil hier waren wir ja garantiert noch nicht, das heißt neue Chunks. Beziehungsweise, wie weit ist denn die Chunk-Reichweite? Keine Ahnung. Ich meine, das ist ja oft... Das könnte man ausrechnen, indem man mal guckt, wie weit das immer lädt. Weil es lädt ja immer so Blöcke nach, wenn man rumläuft. Ja, stimmt. Ja, man kann es ein bisschen ein- oder umstellen, dass es über die Sichtweite hinaus lädt oder erst wirklich das Gesehene lädt. Ja. Und dann würde sich das ja auch alles, ja. Aber das, theoretisch müssten wir hier in diesen Höhlenabend dann auch Glück haben und was finden können. Wo seid denn ihr? Also ich muss dazu sagen, ich bin im Kreativmodus mal rumgehopst und hab rumgebuddelt. Ich habe wirklich nichts gefunden. Ich habe mich wirklich in alle Himmelsrichtungen gegraben, bin dann mal komplett hoch und bin 5 Minuten in die andere Richtung geflogen. Also ich weiß nicht, Diamant sehe ich viel, viel öfter als Emeralds. Also ja. Ich sehe immer Emeralds viel öfters wie... Wir haben also bei mir ist es komplett anders. Ich weiß nicht, selbst im Kreativmodus, wenn ich offline spiele, also man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie servergebunden wäre oder sowas. Ja. Ich sehe wirklich keine Emeralds. Ich habe es mir auch Spaß mal gespawnt, also im Kreativmodus kannst du sie dir einfach spawnen, um einfach zu sehen, wie die aussehen. Das sind... Ja, einfach sieht aus wie Redstone, nur da wo Red ist, ist halt Green. Sonst ist da wirklich nichts anderes dran. Also Greenstone. It's a Greenstone. Ich will jetzt unbedingt, während wir uns darüber unterhalten, welches finden, dann sagen, haha. Aha, schaut doch mal hier, was ich mir gerade aus dem Anus gezogen habe. Aber nicht. Jetzt habe ich mir hier schon durchs Kohle abbauen, schon gleich 6 Levels hier erarbeitet. Manchmal geben die Kohle keine Levels mehr. Irgendwann hört es einfach auf. Ich finde nur Ärmel, wo ihr schon drin wart. Guck mal, eine Creeper-Familie. Wir haben ziemlich fett hier schon reingebaut, aber es gibt natürlich auch weite Areale, in denen wir noch nicht waren. Wo bist du gerade, Hex? Ich klette gerade über eine Schlucht drüber. Ah, eine Schlucht ist schon mal nicht schlecht. Wenn du da in die Schlucht schaust, waren wir schon mal da unten? Ist da beleuchtet? Ja, und der Arm ist jetzt auch wieder schon aus. Okay. Mir gehen die Fackeln aus. Ganz schlecht. Ich bräuchte Essen. Noch 18 Fackeln. Das ist mir ja vorher in die Lava gefallen. Ach, stimmt. Okay, das ist jetzt ganz schlecht. Ich hab jetzt noch, beziehungsweise es geht. Wollen, wie viel Brot hast du noch? Hast du alles aufgegessen? Ich hab 7 Brot noch. Okay, ich hab jetzt noch 8. Na, ich guck, wie lange ich noch überleben kann. Genau, wie ich würde sagen, ich wollte jetzt eh mal zurück zum Haus laufen, da ich gerne Fackeln noch finden würde. Das sind bestimmt Fackeln. Ah, ich könnte mir auch welche machen. Also okay, ich hätte noch Sticks dabei. Ja, ich hab mir auch, du hast ja vorhin gemeint, du nimmst Holz mit, dann habe ich auch einfach mal Holz mitgenommen. Und das lohnt sich wirklich. Ja. Ich begleite euch dann, weil ich müsste auch noch ein paar Sachen abladen und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge dann auch. Ich laufe schon Richtung Häuschen, aber ich hab die Orientierung verloren. Ich kann nicht rennen, ich hab zu viel Hunger. Okay, das ist natürlich, aber ich sehe dich schon. Siehst du meinen Namen auch, unseren Namen? Ich guck gerade, aber ich sehe nie. Ach, warte, ja ganz, ganz hinten. In die Richtung musst du. Hier sind wir beide und da ist auch das Haus irgendwo. Ich versuch jetzt mal hinzukommen. Ja, ich hab's Haus. Enderman. Töte ihn, ich sehe dich, du bist gleich da. Okay, jetzt gerade eben bist du bei mir verschwunden auf dem Schirm. Ah, jetzt bist du wieder da. Hier. Hallo. Die Endermans sind komisch aus hier mit diesem Pack hier. Zeige mal. Wo ist der Rundermann? Enderman muss ich töten, ich bin Enderman. Hast du ihn schon geklopft? Jagt er dich schon? Ich hab ihn 3-mal geklopft, ja. Ich gehe ins Haus und hole jetzt Fackeln. Also hier ist das Haus, Leute. Bei meinem Namen ist das Haus.
Da ist er klopft gerade, Hex. Töte den, er klopft gerade. Okay, er ist tot. Er klopft gerade. Er klopft gerade an seinem Schädelein. Hat nichts verloren. Naja, schade. Also, weswegen wir die Emeralds brauchen, wir wollen unbedingt diese Ender-Eyes haben, weil wir in ein Schloss rein wollen. Ja, die kann man sich auch craften. Ender-Eyes kann man sich craften? Ja. Wie kann man sich die craften? Mit einer Ende-Perle und Blaze-Spot. Ja, wir brauchen Ende-Perle. Genau, das meinen wir ja. Also, wir wollen Ende. Deswegen wollen wir ja handeln, ja, weil wir diese Perlen wollen. Genau, also was die Endermänner droppen, das kann man sich ja sonst nicht holen irgendwie, ne? Doch, also halt Enderman töten. Also, ja, außer durch Enderman töten und halt handeln kann man sich nicht irgendwie craften oder so, und das brauchen wir. Wir verwechseln immer den Namen von den Sachen. Essen. Hat jemand von euch noch ein Holz? Ich hab Holz, ja, hier. Ich brauch ein Stück Holz. Ich geb dir direkt ein bisschen mehr, dass es langt. So Leute, dann beenden wir jetzt hier die erste Folge hier mit unserem Guest Hex und morgen geht's weiter. Wir werden hier wieder ein bisschen in der Höhle rumhuschen und hoffentlich finden wir noch ein bisschen was. Am besten Emeralds oder sowas und bis morgen dann. Ciao. Ciao. Tschüss.